So, hallo und alle zur nächsten Folge von Let's Play Minecraft Galaxy. Und wir gehen mal wieder, wie immer, schnell auf den Server. Und heute haben wir auch wieder ein bisschen mehr Zeit, beziehungsweise mehr Zeit zum Uploaden. Und wir waren hier stehen geblieben, haben uns eine schöne, interessante Schatzkiste gemacht. Und ich glaube, ich habe die Last nicht hochgestellt. Moment. Immer wieder dasselbe. So. Dann übrigens, was mir auch jemand gesagt hat, wenn man auf die Karte bei mir schaut, dann sieht das für jemanden aus wie ein Drache. Hier ein sitzender Drache und das sieht echt so aus. Hier ist der Kopf, da sind die Vorderbeine, Hinterbeine, zwei Flügel, die halt ein bisschen krüppelig aussehen, aber... Und der Schwanz. Das sieht echt aus wie ein Drache. Gar nicht aufgefallen. Was auch eigentlich nur, Zufall war. Also nicht geplant, so. Tja. Wir haben hier ein bisschen übertrieben gehabt die letzte Zeit. Ich tue mal ein paar Gene mit raus. Jetzt halt die Frage, was wir machen und auch hier wieder die Geschichte, die ich mir überlegt habe. Ich bin mir nicht sicher, wie wir das am Wochenende im Stream machen. Normalerweise streame ich ja jeweils immer 3 Stunden Galaxy und ich bin am Überlegen, ob ich diese Woche nicht so lange Galaxy streame, weil ich gerade überlege, was auf der To-Do-Liste steht und ich mir nicht sicher bin, ob ich die Zeit füllen kann. Wenn ich eine Idee noch habe oder wenn ihr noch Ideen habt, dann schreibt mir die gerne. Dann werde ich das demnächst mal umsetzen oder mal gucken, ob ich das auf die Liste schreiben kann für Sonntag. Aber jetzt so gerade spontan sind wir eigentlich an so einer, am vielen Enden einer To-Do-Liste angekommen. Wir wollten noch sowas wie eine Art Hafen oder so bauen, wenn ihr Bock drauf habt. Finde ich aber gestaltet sich ein bisschen schwierig, weil ich da zunächst erstmal bis hier vorne hin müsste. Also bis hierhin. Denn alles andere macht keinen Sinn, da vorne irgendwas zu bauen, ist zu eng und es hängt nicht ganz so zusammen. Es wäre cool, irgendwie mit dem Archimedes Chips Mod noch was zu basteln. Aber, ja, da bin ich mir noch nicht sicher, was und wie in welchem Sinne. Was wir uns vielleicht machen können, ist sowas wie ein Heißluftballon oder sowas, aber wir werden ihn halt nicht brauchen. Das wird dann, wenn dann, mehr oder weniger auch nur so ein Deko-Ding sein. Wir hatten die Falle hier vorne vorbereitet. Und das Einzige, was bautechnisch noch gemacht werden könnte, wären irgendwie die Tiere hier sinnvoll untergebracht. Also ein Gehege, die halt ein bisschen cooler aussehen als so ein Erdloch. Und das ist halt so die Frage. Und ich habe ja auch hier schon vieles ausgestattet oder so eine Sammelstation gemacht. Für die Dinger müssten wir umlegen. Erfahrung haben wir soweit es geht durch. Bin überlegen, haben wir eigentlich irgendeinen Mod noch nicht mit abgedeckt? Dinosaurier haben wir nicht abgedeckt. Fossilien, sowas. Das wäre eine Idee, dass ich mir das mal angucke. Was haben wir uns noch nicht angeguckt? Ich glaube, es gibt noch ein paar Dinge mit drin. Ich bin eigentlich so auf das Wesentliche gegangen oder so, was einen so ein bisschen OP macht. Hier ist noch ein Rucksack. So. Bin mir gerade nicht sicher, ehrlich gesagt. Also die Liste streicht sich so ein bisschen und wir sind ja auch schon ja recht alleine hier. Und ich muss mal gucken. Ich habe erst gestern jemanden mit auf die Whitelist geaddet, der zusammen eventuell mit Alucard noch wieder mit aufnimmt. Wenn der dabei ist, dann haben wir da was zu zweit. Aber ansonsten ist eher... schlecht. Was mir eventuell noch einfallen würde, ist folgendes, dass ich dieses Höllenportal hier abändere. Denn ich möchte kein natürliches Höllenportal haben, sondern ich komme ja immer am Arsch der Welt raus. Also da vorne bei Tim ganz ursprünglich am Anfang mal. Und übrigens muss ich mal kurz meine Magieanzeige aufladen, sehe ich gerade. Das heißt, wenn ich allerdings mit Enhanced Portals mir mal ein vernünftiges Portal mache, dann ist es komme ich auch mal bei meiner Base immer wieder raus. Und das ist ja halt die Sache, vielleicht sinnvoll wäre, obwohl sie eigentlich schon wieder nicht sinnvoll wäre, weil wir eh die Witches Hand, die Witches Hand haben, um zurückzukommen. Das heißt, das ist dann auch wiederum nicht nützlich. Und ja, das Problem ist eben, dass wenn man Mods ausreizen will, war ich schon aufgeladen komplett, wenn man Mods ausreizen will, dann kommt man halt zu dem Punkt, dass andere Mods dasselbe machen und ein bisschen besser vielleicht, wenn man dann den einfacheren Weg nimmt. Deswegen, ich weiß nicht, also die Rückkehr von dem Obsidian, Quatsch, von dem Portal hier vorne, also ich bin voll durcheinander gerade, vom normalen Nether-Portal, das ist ja durchgekommen, wenn du zurückkommst, kommst du da vorne raus. Das ist mir einfach abgenommen worden mit der Witch's Hand. Kann ich mich einfach zurück teleportieren, zack, und ich bin da, anstatt dass ich nochmal zurückfliegen muss, zurücklaufen muss. Selbst wenn ich hier wieder rauskomme, kann ich trotzdem abkürzen mit der Hand. Und das ist einfach um Wellenlängen besser theoretisch. Deswegen lohnt sich es eigentlich auch fast wieder nicht. Ich wollte es ein bisschen besser ausbauen, das Hard-Spawn-System ausbauen, wenn noch mehr Leute mit drauf wären. Ja, ist ein bisschen schwierig.
mit Better Storage, wo ich das gerade sehe. Haben wir da noch irgendwas, was wir noch nicht zwangsläufig gemacht haben? Von Drachen müssen wir noch welche machen, soweit ich weiß. Wir müssen noch vielleicht Drachen züchten, vor allen Dingen auch. Oh ja, da könnte man noch was machen. Von Genetics und sowas haben wir alles durch. Artifice, was auch immer das sein mag, das habe ich noch gar nicht gesehen. Das ist mehr so eine What Next-Folge, dass wir das mal zusammen besprechen. Und dafür ist auch die Kommentarbox da, weil ich werde mir vor der nächsten Folge die Kommentare alle durchlesen. Und überlegen, wie es weitergeht. Mehr oder weniger könnt ihr dementsprechend noch mitbestimmen. Galactic Craft haben wir eigentlich alles durch. Wir waren schon auf dem Mars. Wir haben eigentlich von Galactic Craft alles durch. Und von Witchery so Sachen wie den Tod oder sowas. Das sind alles Sachen, die erst einer neuen Mod-Version dazukommen. Wir spielen noch hier auf 1.6.4. Und auf einer alten Mod-Version, da gibt es das alles noch gar nicht. Das ist alles von Chisel. Das ist einfach nur Blockarten, dass die cooler aussehen. Lavastone sieht ja mal cool aus. Ich glaube, das war Nether Bricks, ich weiß nicht ganz genau. Fantasy Block. Fantasieblöcke. Anscheinend kann man da auch noch Dinge cooler bauen. Vielleicht so eine Feuerfestung irgendwo im Nether oder sowas. Also wenn es wirklich ums Bautechnische geht, dann kann man da noch viel machen. Kann man noch mehr machen als im normalen Vanilla, aber bin gerade überlegen, weil sowas wie ein vernünftiges Lager bauen ist ja auch überflüssig, weil du einfach dein Lagersystem hast. Und da brauchst du auch nichts zwangsläufig so bauen. Wir haben unser Grundstück ja schon weitestgehend recht gut hier. Open Blocks. Tinkers MacWorks. Ich mache einfach mal eine What Next Folge gerade. Bei I'm the Plane Team, Mind Factory Reloaded. Ich weiß gar nicht, was wir bei Mind Factory Reloaded noch machen können. Hat jemand noch eine gute Idee für? Was man so generell in der Welt braucht. Also wenn sowas ansteht, wie gesagt, immer sofort schreiben. Aber echt ohne Scheiß, spontan wüsste ich eigentlich nicht, wie ich den Stream am Sonntag 3 Stunden mit Galaxy füllen sollte. Deswegen ist es vielleicht ein bisschen kürzer wird. Vielleicht kriegen wir noch Ideen dadurch und danach spielen wir halt auch nochmal normal Minecraft, in welchem Sinne auch immer. Also sei es mal auf dem Server vorbeischauen oder sonst irgendwas, mal ein bisschen Leute zum Ausrasten bringen. Was ist da los? Ich weiß es nicht. Weil meistens ist ja so im Stream, dass da sehr, sehr viele Leute mitkommen. Vielleicht kann man da was Lustiges machen, ein bisschen Server-Action irgendwo. Oder, keine Ahnung. Spritzen haben wir oben noch. Hup, ich werde angegriffen. Davy Zombie, lass mich gerade mal meine Liste durchgucken. Danke. Das ist auch Artifice. Mr. Crayfish haben schon vieles durch. Leider gibt es die Toilette nicht, weil seit neuestem gibt es noch eine Toilette, wo du halt durchpupst. Das ist krass. Food Plus, wo man jede Menge Essenssorten machen kann, aber das ist eigentlich auch schon fast wieder überflüssig. Genauso wie Liquid XP gibt es hier Besseres, nicht von Open Blocks. Es gibt einen Liquid XP Mod, aber der ist eigentlich im Prinzip mal völlig gerade vernachlässigbar, da wir hier vorne ja schon unsere XP-Anlage haben mit allem, was wir brauchen. Jede Menge Zeug, die Tanks sind gefüllt, wir können uns ein Level holen, zurücktun. Es ist alles schon Liquid und in der Flüssigkeitsform, von daher können wir uns das eigentlich auch sparen. So. Also, what next? Necromancy. Im Prinzip kann man sich da halt die Minions machen, aber die können halt nicht viel außer drum rumstehen. Und vielleicht könnten wir sowas machen im Sinne von bauen, wie da hinten neben Friedhof, wo hier so eine Art Grotte machen, wo Necromancy drin ist. Mit so Lava-Stones und sowas, wie wir so gesehen haben, von Chisel oder Artifice. Also einfach, dass es so ein bisschen cool, Nether, bösartig, teufelsartig aussieht und innen drin dann die Necromancy-Table, wo dann die Minions rumlaufen oder sowas machen. Nur, das muss noch vielleicht am besten eine Funktion erfüllen. Das heißt, dass irgendwas gebaut wird oder sowas, gecraftet wird oder hergestellt wird. Na, Natura, dunkle Bögen. Darkwood, von Natura haben wir auch noch gar nicht viel gemacht, fällt mir gerade ein. Von Natura haben wir echt nicht viel gemacht, weil wir es noch nicht gebraucht haben. Es gibt da so eine Möglichkeit, einen riesen Baum zu machen. Hatten wir aber schon mal im Dings-Stream gesehen. Droppycraft habe ich auch noch gar nicht mal so viel gemacht. Da war ich aber schon in der Dimension drin. Fresh Marlin. Oh, wir können mal Hochsee angeln. Oh, komm, wir machen mal von Droppycraft. Machen wir mal, wir machen mal eine Angelfolge. Vielleicht diese oder nächstes Mal. Da kann man sich coole Sachen machen. Zum Beispiel Marlins. Also Schwertfische und sowas. Und wir können uns die theoretisch schnappende Aquarium bauen. Ich weiß, das habe ich schon mal irgendwo gesehen, dass man aus Tropicraft ein Aquarium macht. Und da würde sich das doch fast schon anbieten, wenn wir das hier vielleicht auch machen.
Die Frage ist nur, wo. Also auch, dass man tropisches Wasser nimmt, das irgendwie mit reinbastelt und dann einfach ein riesiges Tropicraft-Aquarium macht. Hier vorne ist noch so ein bisschen freie Fläche. Vielleicht kann man da irgendwas machen. Das heißt, dass wir hier halt scharfe Wand machen, dann da das Aquarium hin, hier unten ein Park oder sowas. Und das Aquarium hier an der Seite wird einfach mit tropischen Fischen gefüllt. Es gibt ja auch Rochen und sowas, die kann man sich eben angeln, glaube ich. Vielleicht kann man die auch mit den Safarien jetzt gleich schon einsammeln, das wäre cool. Muss mal gucken, dass sie nicht die spawnen. Und dann, ja, dann könnte das ganz nett werden eigentlich. Dann hätten wir was zu tun. Ein Aquarium. Ich hoffe mal, das wäre eine gute Idee, weil das Tropicraft Wasser ist auch nicht so trübe. Das ist heller und durchsichtiger und so ein bisschen türkiser. Mehr so wie hier das Holy Water. Oder wie auch immer man das nennen sollte, weil hier gibt es ja Regeneration drin. Wäre an sich eine gute Idee. Ich gehe mal ein bisschen weiter durch. Also Tropicraft wäre nicht schlecht. Hier gibt es wahrscheinlich wieder jede Menge Seiten, das war noch Witchery, an Blöcken von Microblocks, dass man die jetzt zerschnipseln kann, klein machen kann, dies und das und dies und das. Ich weiß noch gar nicht, warum die ausgekraut hier sind oder Missing Texture haben, weil eigentlich haben wir gar kein Texture-Pack drin. Das heißt, eigentlich müsste alles angezeigt sein. Ups, nein, das will ich mir nicht geben. Dann weiter. Ich glaube, das meiste sind alles Microblocks. Und es gibt bestimmt noch einiges, das wir in dem Mod hier ausreizen können, aber wenn ich nur wüsste. Ich habe nicht alle Mods in Übersicht, leider, gerade Überblick. Gibt es bestimmt noch was, was auch nicht gemacht wurde. Alter, so viel Zeug von Microblocks. Microblocks, du nimmst allein schon 40 Seiten ein. Und eben gerade ist vor mir eine Hexe aufgetaucht, die keine Ahnung, warum die das machen ist. Project Red. Ist mehr so Redstone-Zeugs. Ups, weiter. Die ganzen Waffen hier, aber das ist überflüssig. Wir haben schon OP-Waffen. Das ist der Punkt, wo sich Mods überlagern, wo man halt einem anderen Mod was Besseres hat als neben anderen. Das ist zwar auch nur hinzugefügt worden, ist aber eigentlich schlechter. Und deswegen versucht man es zu optimieren, nehmt einfach gleich das Bessere. Warum sollte ich jetzt meinen Tinkers-Waffen wegnehmen und so wegwerfen, so ein Zeug hier machen? Das ist nämlich nicht so klug an der Stelle. Tinkers Construct haben wir schon gehabt hier. Den Kanister gibt es hier leider nicht, kannst du so nicht machen. Thermal Expansion ist drin, aber was brauche ich denn noch so als Farm oder sowas oder als Anlage, wo irgendwie ein Mehrwert produziert, wenn das mal was von hat. Oder halt natürlich was bauen. Also man kann natürlich auch Sachen, die man will, Vanilla Minecraft nicht bauen kann, hier als Bauprojekt für ein Mod-Let's Play nehmen und deswegen wäre das unter anderem auch schon eine Sache, die ganzen Waffen von Tinkers Construct. Hier unten, das war das mit dem Fossil Archaeology. Und das wäre eventuell ein Punkt, den man machen könnte, zusammen mit Drachen, dass wir irgendwie sowas bauen. Das Storage hier oben nochmal. Cardboard Chestplate. Und dann sind wir eigentlich auch schon durch. Flans Mod. Da gab es irgendwie so ein Mecha-Dings, aber das funktioniert nicht ganz, soweit ich weiß. So ein Mecha-Anzug, mit dem du laufen kannst, dass du selbst eine Art Roboter bist. Boah. Naja. Okay, folgendes. Wir haben in dieser Folge echt nicht viel gemacht, aber trotzdem war es vielleicht interessant zuzuhören und vielleicht fällt jemandem noch was ein. Einen kleinen Ausblick, wie das Ganze weitergeht. Falls irgendwann mal demnächst wieder ein neues, größeres Projekt anstehen sollte oder so, werde ich natürlich das hier höchstwahrscheinlich beenden, weil es sonst zeitlich nicht mehr klappt. Galaxy ist an sich trotzdem immer eine interessante Sache gewesen. In Tech of the B-Team wahnsinnig viele Mods. Man konnte so viel machen, wie man es auch hier gesehen hat. Sei es das Labor oder ähnliches und was weiß ich nicht alles. Vielleicht ist noch nicht ganz ausgereizt. Aber ich habe im Moment auch noch kein Alternativprojekt, was ansteht. Wäre auch Zweifel, wird vielleicht irgendwann demnächst kommen. Und solange, wie ich halt dann jetzt noch kann, mache ich auch noch Galaxy weiter, denke ich mal. Es sei denn, es kommt wieder irgendwas Neues und dann müssen wir mal gucken, wie das mit dem Zeitmanagement läuft. Aber das war so der Überblick. What's now? What's next? Und ich warte einfach mal ganz kurz auf eure Kommentare. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge und dann machen wir wieder was und am Abend dann den Stream. Mal schauen, je nachdem, was draus wird. Und tschüss.